Hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge Pokémon Randomizer Nuzlocke. Pokémon X Randomizer Nuzlocke. Ja, in der ersten Folge habe ich schon einen wunderschönen Starter bekommen. Ein Shiny. Also guckt gern die erste Folge noch an, falls ihr die aus irgendeinem Grund verpasst haben solltet. Und heute geht es weiter auf Route 2 und wildes Pokémon erstmal. Läuft bei dem. Es ist ein Tontoxa, okay. Finde ich ehrlich gesagt ungut. Kann ich flüchten? Okay. Es ist, das Beste ist halt, in Rocket Edition, was ich ja gerade gespielt habe, ist Tentoxa, also der MVP. Und jetzt kommt hier einfach als erstes Pokémon im hohen Gras dieses Tentoxa. Ist schon interessant. Ist sehr interessant. So, oh, hallo Miri. Lass uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Callums Mama und Papa sind hervorragende Trainer. Deshalb weiß er auch ganz genau, wie man Pokémon fängt und mit ihnen kämpft. Meine Eltern sind stark, ja, aber mit meinem Können hat das nichts zu tun. Ach, herrje. Okay, sympathisch. Jetzt schaut mir mal aufmerksam zu. Mal gucken. Nee, hier scheint nichts gerandomized zu sein, oder? Nee, ich glaube nicht. Mich würde mal interessieren, was Callum so für einen Starter genommen hat, nachdem die eine Seetracking hat. Ich weiß allerdings nicht, ob die Rivalen durchgängig das gleiche Team haben, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch nicht gefunden, wo man das hätte einstellen sollen. Ich habe noch nicht so oft 3DS-Spiele gerandomized, deswegen... Ja, 50 Pokebälle. Läuft bei Callum und seinen Eltern. Vor allem, da haben sie ihm 50 Pokebälle mitgegeben. Den größten Rotz. Niemand braucht jemals so viele Pokebälle. Warum keine Superbälle? Warum keine Hyperbälle? Warum keine Flottbälle? Alles sinnvoller als Pokebälle. Das ist ja unglaublich. Wow, steckt das Pokémon jetzt etwa in diesem Ball drin? Aber Sana, dein Froxy steckt doch auch in einem Pokéball. Ich gebe euch am besten auch ein paar Pokebälle mit auf den Weg. Und Leute, ab hier startet jetzt die Nuzlocke. Wenn das arme Logok nochmal drauf geht, war es das ab jetzt. Ab jetzt darf ich auch das erste Pokémon auf der Route fangen. Ich bin gespannt, ob ich noch meinen Tentoxa bekomme oder ob das nur... Weil soweit ich weiß, ist der erste Encounter auf dieser Route immer vorgegeben. Der ist immer bei jedem gleich, deswegen weiß ich nicht, ob das so das gleiche Pokémon... Wir werden sehen, ob ich nochmal Tentoxa fangen kann. Das waren Pokebälle, stimmt's? Kann ich damit auch Pokémon Fasana? Logisch, die Pokémon in dieser Gegend sollten sich problemlos mit Pokebällen fangen lassen. Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werfe ich einen Ball nach dem anderen. Und dann freunde ich mich mit ihm an. Wenn du wilde Pokémon fängst, werden außerdem auch deine Pokémon stärker. Gutes Gelingen. Okay, Leute. Leute, erster Encounter. Erstes Teammitglied, hoffentlich, außer es geht down. Das wäre sehr traurig. Und, was ist es? Es ist ein... Ach, hey, es ist einfach ein Nidoran. Okay. Diese Scheiße. Oh Mann, ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar. Na, das Nidoran kann man wenigstens mit dem Pokéball fangen. Auch wenn ich etwas enttäuscht bin, aber okay. Nidoran. Naja. Hätte auch besser sein können, aber das entwickelt sich bald. Und vielleicht sind die Entwicklungen hier anders als sonst. Wer weiß. Vielleicht habe ich das eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen habe. Wie gesagt, diese Randomizer Nuzlocke. Ich weiß auch nicht so ganz, was mich erwartet. Weil ist das erste Mal, dass ich das so mache. Ja. So, ich habe hier noch gar keine Spitznamen, weil die erste Folge ja erst gekommen ist. Das heißt, ich habe noch keine Kommentare. Das heißt, wie nennen wir es? Wir nennen es Items, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. So. Sehr schön. Erstes Team-Pokémon. Was gibt's denn hier noch? Jetzt kommt irgendwas krasses, irgendwie Dialga oder... es ist einfach noch ein Nidoran. Okay, hallo Nidoran. Wie nett. Joa. Ich würde sagen, da kann man ja gut trainieren, oder? Kann ich die Geschwindigkeit hochstellen? Ja, kann ich. Naja, das ist schon
angenehmer zum Trainieren. Schade, dass die Musik nicht mit angepasst ist, aber so unerträglich ist die bei der Geschwindigkeit noch gar nicht, finde ich. Ich finde, es geht noch. Oder was sagt ihr? Ach ja je. Leute, es ist ein Isso. Wenn mir jetzt das Logok drauf geht, ne? An einem Isso. Oh, ich habe gerade richtig Adrenalin. Aber ich glaube, Isso kann seine ganzen Attacken auf Level 4 noch nicht, die gefährlich sein könnten. Ach je. Das war jetzt unheimlich. Nachdem das Isso in der letzten Randomizer Nuzlocke mir ein Pokémon gekillt hat. Ach, ein Kigugi. Ich muss sagen, wenn man so die anderen Pokémon auf dieser Route sieht, also Isso und Kigugi, war das Nidoran schon definitiv das Beste, was man hätte kriegen können, von dem, was ich bisher gesehen habe. Au! Hä, wie random ist das denn? Wie kann es denn sein, dass hier tatsächlich ein Taubsi ist? Das hier normalerweise auch gewesen wäre. Okay. Okay, interessant. Na gut. Denken wir nicht so viel drüber nach. Leveln wir lieber Logok. Ich denke auch, es ist besser, dass ich Logok genommen habe als das Viridium. Weil ich meine, dass Logok weniger XP zum Leveln braucht als so ein legendäres Viridium. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Das ist, denke ich, nicht schlecht. Oh, Fluffluff hätte ich auch noch bekommen können. Und Weberak. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, da war ein Weberak. Ja, gut. Ja, ich bin doch sehr zufrieden mit meinem Nidoran, so im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, auf welches Level ich das hochtrainieren möchte. Oh mein Gott, es ist ein Shiny Schneckmark. Wartet. Shinies darf man immer fangen, oder? Also irgendwas ist an der, irgendwas habe ich an der Shiny-Rate anders eingestellt. Das ist ja nicht normal. What the fuck? Okay, okay, es läuft. Also Leute, ich muss sagen, es läuft. Gerade. Oh bitte, lass dich fangen. Ich kann das nicht schwächen. Ich kann das vielleicht schwächen. Ich habe Angst. Ich hoffe, es besiegt jetzt nicht Balui. Ach du Kacke. Das überfordert mich. Komm schon. Ja. Ich habe auch schon einen Spitznamen dafür. Der, wie random ist das denn? Okay. Es hält sich ständig bei Wookie. Ja, ja, bla bla. Es bekommt einen Spitznamen. Boah, Leute, ich bin mir nicht mehr sicher, wie man das schreibt. Ich weiß nicht, wie viel es sich noch an dieses gewisse Schneckmark erinnern aus einer anderen Nuzlocke, die ich leider verloren habe. Aber das war da... Das war da krass. Ich meine, das schrieb man so, wenn ich... tut's mir leid. So. Krass, okay. Joa, your läuft bisher. Das ist wahrscheinlich das einzige Shiny, das mir hier für immer begegnen wird. Das ist einfach ein Schneckmark. Mal angenommen, ich habe die Entwicklung gerandomized. Wenn sich mein Pokémon jetzt entwickelt, bleibt es dann shiny? Das ist eine Frage, die wir höchstwahrscheinlich irgendwann im Laufe des Let's Plays klären werden, wenn ich es hinbekommen habe, die Entwicklung zu randomizen. Das müssen wir noch erfahren. Ach, krass, okay. Hätte ich. Ich habe mir noch gar nicht unsere Pokémon. Kann Gainer und Smog, okay. Oh Mann, also, okay. Schnabel kann das, ja. Ich denke, die müssen wir mal dann auch trainieren, die beiden. Läuft bei mir. Miri möchte einfach nur trainieren, findet dann Shiny. Und dann ist auch noch ein Schneckmark, also krasser geht's ja wohl nicht mehr, oder? Denkt ihr, Level 8 reicht fürs Erste? Ich hoffe mal. Wir machen mal die Geschwindigkeit wieder runter, die ich gerade für den Einkampf hochgestellt habe. Sehr sinnvoll. Kommt da der erste Trainerkampf? Ach, hey. Die Musik ist fröhlich, aber ich fühle mich nicht fröhlich. Okay.
Hi. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Okay, aha. Himmelstrainer Chain. Oh, dann guck mal da, okay. Erstmal direkt mit der Entwicklung hier. Sagte die, die einen shiny Starter voll entwickelt dabei hat. Also, ich würde sagen, die Sachen sind hier sehr gerandomized. Im Gegensatz zur letzten, wo es nicht ganz so krass war, aber... Okay, reicht nicht. Okay. Das hat ein bisschen arg viel Schaden gemacht. Guck mal, da ist hier klar, ne? Guck mal da. Jetzt bist du verbrannt. Palui, Level up. Oh, sehr schön. Palui, Level direkt hinterher, Level 9. Oh, okay. Was war denn das? Du bist viel zu stark für mich. Hier in dem Wald schließen sich mir da nicht Sana und so an, um mich zu heilen? Oh ja. Warte, lass uns zusammengehen. Ich habe so ein Gefühl, dass etwas Aufregendes passieren wird, solange ich bei dir bin. Oh ja. Leute, jetzt wartet doch mal, Sana. Hier, einmal bitte heilen. Da muss ich nicht zurück zur Stadt laufen. Das ist sehr hilfreich. Da vorne liegt ein Item. Oh, wo kam Kalem her? Okay. Huch. Oh nein, ich darf hier das nächste Pokémon fangen. Aber ich habe ja schon zwei gefangen. Also, das muss man erstmal hinkriegen. Direkt das Shiny. Was ist unser Encounter hier? Wahrscheinlich Safcon oder so bei meinem Glück. Es ist ein... Oh, ein Rabauz. Okay. Level 2. Ach, hey, das kann ich ja gar nicht... Guck es nicht so böse an, Logok, sonst geht das drauf. Stellt euch vor, dass Logok hätte jetzt einfach noch seine versteckte Fähigkeit, den Temposchub, wie OP es dann wäre. Stellt euch vor, ich hätte durch Zufall den richtigen Megastein als Item gekriegt und nicht den für Banette. Wie krass wäre das denn gewesen? Ich könnte jetzt einfach, theoretisch, wenn ich eines Tages das Ding für Mega-Entwicklung kriege, könnte ich das dann Mega entwickeln. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich Mega-Entwicklung liebe und sehr traurig bin, dass es die in den aktuellen Generationen nicht mehr gibt? Ich bin nämlich sehr traurig. So, die Frage ist, wie nenne ich es? Ich bin schlecht im Spitznamen vergeben. Und wie gesagt, eure Kommentare sind noch nicht da. Deswegen brauche ich eure Kommentare. Sonst bin ich verloren, Leute. Ich nenne es Fighty. Seid stolz auf mich. Ich bin so kreativ. Okay. Cool. Läuft bei uns. Diesen Wald zu durchqueren wird ein Kinderspiel. Okay. Erst beobachte ich. Und dann? Was hat Sana gemacht? Hat die sich einfach im Kreis... Warum... Okay. Und dann? Er sagt mir nicht, was er dann macht, wenn er mich beobachtet. Du willst mit mir kämpfen? Nee, wahrscheinlich nicht. Was gibt's hier denn noch so für Pokémon? Oh, random einfach ein Muschas, okay. Ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt Lust habe, gegen einen Muschas zu kämpfen mit meinem Feuer-Pokémon. Das Problem ist, ich habe jetzt einfach zwei Feuer-Pokémon im Team. Das ist eher ungeschickt. Die müsste ich auch mal trainieren, so ganz theoretisch. Ein Hut-Hut, auch sehr passend in dem Wald. Ehrlich gesagt, so eine Eule, also... okay. Randomizer, sehr passend ausgesucht. Weg damit. Wiedersehen. Ja. Oh, das gibt kaum XP. Na, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal auf die erste Route. Ah, will nichts mehr kommen. Na gut. Wir gehen noch mal auf die erste Route zurück. Und dann kann ich da mal die anderen auch noch trainieren. Das Problem ist, wenn so ein ISO kommt, das macht mir ein bisschen Sorge. Ich habe gleich direkt so viel zu trainieren. Ich würde sagen, ich bringe die alle mal auf Level 7 oder so hoch. Das macht wahrscheinlich am allermeisten Sinn. Oh, wildes Pokémon. Okay, super. Und dann können wir damit weiter... Ah, kleinen Safcon. Okay. Krass. Na, wenigstens gibt das mehr XP als alles andere. Weil es wenigstens ein bisschen entwickelt ist. Oh Mann, Leute.
Die Randomizer macht mich jetzt schon fertig mit Shiny und auch, ja toll, jetzt ist das so kurz vom Level up, okay. Ich würde sagen, ich trainiere die drei jetzt mal offscreen weiter, weil man braucht das in der Nuzlocke einfach am Anfang, dass die Pokémon ein bisschen hochgelevelt werden, dass sie nicht so krass drunter sind. Und ich glaube, für euch ist das nicht so spannend, wenn ich 100 Fluffeluff hintereinander besiege, oder? Deswegen sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder mit ein bisschen trainierten Pokémon. Natürlich nicht krass trainiert, damit es noch weiter spannend bleibt. Wie immer bei mir natürlich. Und ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.